Was in die Zeit passt, was schon geschrieben wurde, wäre auf jeden Fall dieser Wer wir sind Song mit Rex und B-Chris. Hier haben wir das Ding. Ja, da würde mich mal vorab interessieren, wer von euch aus dem Chat kennt das Teil hier? Ich meine, das hat für die damalige Zeit, das hat 265.000 Aufrufe, ist von 2010, also das ist auch bevor das zweite VBT für mich, also 2010er VBT losging, haben wir den Song, glaube ich, noch rausgehauen. Und ja, der Song ist mit Rex und B-Chris, die beide auch einfach super geile Menschen sind. Rex ist auch immer noch aktiv. Der lebt mittlerweile auch von Musik, aber jetzt nicht unbedingt nur als aktiver Rapper, sondern der macht im Ton, der hat ein eigenes Tonstudio und macht Mixing, Sound, Mastering für Leute. Und ist auf jeden Fall ein super, super krasser Typ, was das angeht. Und wir sind immer noch gute Freunde. Und hier müsst ihr euch vorstellen, er hat auch im VBT 2008 hat er mitgemacht. Hat sich da damals, ich meine, im Rahmen des VBTs 2008 hat er sich auch ein bisschen Namen gemacht. B-Chris war immer so sein Homie, mit dem er auch zusammen gewohnt hat. Und ich hab die beiden über ICQ dann, wie man das damals halt so gemacht hat, kennengelernt. Ne? Ja, cool, dass hier auch Leute dabei sind, die den Song nicht kennen. Das finde ich auf jeden Fall super. Dieses Video hier, da müsst ihr euch vorstellen, ich habe das erste Mal in meinem Leben Rex und B-Chris getroffen. Wir haben einfach gesagt, T-Style, Alter, wie krass ist das? Ja, hier finden sich auf jeden Fall die guten alten Leute zusammen. Richtig cool, dass du dabei bist. Ja, also, ich bin nach Hannover gefahren. Da haben die beiden Jungs nämlich damals gewohnt. Und wir haben uns da das erste Mal persönlich getroffen. Und haben gesagt, komm, wir machen einfach mal einen Song. So, wir wollten einfach abhängen, ein bisschen Mucke machen. Und dann haben wir gesagt, komm, dann drehen wir auch gleich was dazu. Und ich hatte ja damals meinen Camcorder. Haben wir mit dem was gedreht. Und das ist dabei rausgekommen. Also dieses Video, der Song ist wirklich in 2, 3 Tagen entstanden. Und ich finde für die damalige Zeit auf jeden Fall ein cooles Teil. Gucken wir uns mal an. Das gucken wir uns mal an. Ich mag den Song auf jeden Fall heute noch. Ewig nicht gesehen, gehört, aber freue mich drauf, das Ding jetzt mit euch zu schauen. Auch geiler Beat. Weiß gar nicht mehr von wem. Du hältst wirklich viel von dir, doch deine Lieder sind nicht doof. Du bist kein Star, Digga, denn Kiko schießt dich auf den Mond. Ich trainiere meinen Flow, indem ich Reime schreibe. Stecke die wertvolle Zeit hier rein, weil ich gerne meine Meinung zeig. Weißt du, eins ist doch klar, das sind 3 Killerpass. Wir spitten, weil's uns befreit, das macht uns für immer stark. Und das unterscheidet uns von euch, die Kunst ist echt. Das ist meine Gefühlswelt, ich such keinen Grund, du Depp. Es geht nicht ums Geld verdienen, ihr seid in euch selbst verliebt. Während ich dabei bin, auf Beats meine eigene Welt zu schmieden, um sie dir ein... Ich mag an diesen alten Sachen, muss ich wirklich sagen, so den Biss. Ich hatte auf jeden Fall Bock. Outfit natürlich wieder 10 von 10. Das ist völlig klar, ne? Also bunt wirklich wie eine M&M-Packung. Da habe ich aber auch wirklich, ihr müsst auch mal sehen, ist auch so geil. Hier zum Beispiel bei der Szene im Hintergrund, ich habe diese gelbe Cappy auf und die habe ich, glaube ich, aufgezogen, weil ich dachte, ah, hier im Hintergrund, das an dem Haus, das ist ja auch hier gelb. Nee, das passt auch farblich super rein. Ne? Da haben wir uns also richtig einen um die Ecke gedacht. Aber coole Lines dabei, so, ne? Kiko ist kein Star. Nee, du bist kein Star, denn Kiko schießt dich auf den Mond und so. Ja, auf jeden Fall so frischer Rap, muss man schon sagen. Ich guck mal, ich weiß es nicht genau, wo ich war, ungefähr hier. Ja, schauen wir mal weiter. Welt zu schmieden, um sie dir ein bisschen näher zu bringen. Und wenn sie derbe Flächen machen, meine Verse einen Sinn. Das liegt sehr im Instinkt, das erklärt es bestimmt. Ich versuche Herzen zu erreichen, das verstärkt mein Gewinn. Nicht finanziell, das ist Kopfsache. Kannst du glauben, denn meine Zukunft steht in den Sternen wie Wir Astronauten. feiern den. Auf jeden Fall, anscheinend habe ich Astronomie zu der Zeit sehr gefeiert. meine Zukunft steht in den Sternen wie Astronauten. Aber auch geile Line, also auf jeden Fall coole Bilder gemalt. Ja, videomäßig ist es halt das, was es für die Zeit war. Aber ich mag das Ding. Es wirkt ehrlich und freue mich auf die Parts von den Jungs.
Zukunft steht in den Sternen wie Astronauten. Wir feiern den Hype, doch ehrlich ist es uns am wichtigsten zu bleiben, wer wir sind. Denn so sehr er sitzt, verweht der Vers im Wind. Und wir bleiben stehen, dass die Zeilen mit der Zeit verblassen, haben wir eingesehen. Wir feiern den Hype, doch ehrlich ist es uns am wichtigsten zu bleiben, wer wir sind. Denn so sehr er sitzt, verweht der Vers im Wind. Doch es muss weitergehen, wir sind stolz darauf, dass die Leute unsere Zeichen sehen. Okay, ja. Ich finde es auch eine coole Hookline. Also ich finde es auch überhaupt nicht cringig oder so. Ich finde es immer noch echt ein cooles Ding. So, wir wollen halt bleiben, wer wir sind. Und wenn ich mir eins nicht vorwerfen kann, dann wäre es irgendwie, dass ich falsch geworden bin oder mich irgendwie dafür verstellt habe. Ich habe das Gefühl, da bin ich immer irgendwie meiner Linie einfach der zu sein, der ich eben bin, treu geblieben. Und deswegen sitze ich ja heute hier und kann mir das super geil irgendwie mit euch anschauen. Und ja, ist cool, macht Spaß. Danke an Julius Twitch User, ja super. Dann bist du genau richtig hier. Danke, dass du mit dabei bist. Ich bin stolz darauf, dass die Leute unsere Zeichen sehen. Wohl in der Unterwelt. Das ist Rex. Mache Mucke, die den Jungs gefällt und führe das Leben eines Junggesellen. Das ist unsere Welt, die Wurzeln am Boden. Wir sind zufrieden, doch haben den Durst nicht verloren. Ich schau kurz mal nach oben. Es geht weit empor, doch leider geht Qualität durch den Hype verloren. Die falsche Form, ihr habt keine Liebe mehr für Rap und habt ihn eigentlich schon abgeschrieben wie euren Text. Bei mir. Ja, damals ging das anscheinend auch schon mit dem, Beite, ne? Beiten war damals so ein schönes Wort, wenn du eine Line von wem anders klaust. Deswegen sagt er hier, ihr habt keine Liebe mehr für Rap, ihr habt ihn schon abgeschrieben wie euren Text. Ja, gab es auf jeden Fall. Ja, ist schön. Auf jeden Fall. Hier sieht man auch wieder die Jacke, passend zum Gebäude. auf jeden Fall nicht schlecht. Danke an Britty Woman, ist ja wohl auch, was ist das denn für ein nicer Name, bitte. Britty Woman 66 Killer. Nice, dass du followst. Auf jeden Fall cool. Eigentlich schon abgeschrieben wie euren Text. Bei mir ist diese Mucke stets im Herzen geblieben. Ich bleib lieber Untergrund, statt in Ärsche zu kriechen. Keine ernsthaften Ziele, aber viele, die mich gut verstehen. Liebe zur Musik, ich kann zufrieden in die Zukunft sehen. Gib dir das Ding, ich bin der King, ohne das große Cash zu sehen. Doch Worte, die meine. Ich glaube, die Line würde er heute jetzt nicht mehr so bringen. Das ist auf jeden Fall geil. Wie gesagt, King war, glaube ich, 2009, 2010 so das heutige Bruder. Also, gib dir das Ding, ich bin der King. Nee, super. Aber auch schön. Ich kann zufrieden in die Zukunft sehen. Gib dir das Ding, ich bin der King, ohne das große Cash zu sehen. Doch Worte, die meinen Mund verlassen, können die Jungs als echt ansehen. Und das ist für mich mehr wert als alles andere, weil ich es selbst in der Hand habe, bei wem ich lande. Wir feiern den Hype, doch ehrlich ist es uns am wichtigsten zu bleiben, wer wir sind. Denn so sehr er sitzt, verweht der Vers im Wind. Und wir bleiben stehen, dass die Zeilen mit der Zeit verblassen, haben wir eingesehen. Wir feiern den Hype, doch ehrlich ist es uns am wichtigsten zu bleiben, wer wir sind. Denn so sehr er sitzt, verweht der Vers im Wind. Doch es muss weitergehen. Wir sind stolz darauf, dass die Leute. Okay, bevor wir jetzt den B-Chris-Part hören, danke an GamLHD für den Follow. Ja, gefühlt nur zwei Farben in dem Video. Ja, das war damals halt alles noch nicht so. Für die damalige Zeit waren wir selber schwer begeistert, was wir da noch rausgeholt haben. Und ja, Rex, der ist auf jeden Fall mehr Bass in der Stimme. Mehr Bass in der Stimme als das ganze Splash-Festival in den Subwoofern. Ja, wobei das Splash Festival soundmäßig auch manchmal schon so ein bisschen komische Sachen aufgefahren hat und da hätte da ein bisschen Bass auch noch reingekonnt, aber ja, Rex schon immer Bassröhre. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht irgendwie mit so einem Vogelstimmchen gesegnet, sondern das ist auch schon ein bisschen tiefer, aber Rex ist gegen mich wirklich ein Backofen. Ja, und nein, meinen Halt haben wir noch nicht gehört, da kommen wir, glaube ich, jetzt kurz danach zu. Gucken wir mal, machen wir ein bisschen weiter. Ich in der Stadtbahn nach Nimmer, den iPod im Ohr, im Beat gefangen rappen. Sorry, ich muss einmal unterbrechen. Den iPod im Ohr. Wer von euch hatte einen iPod? Auch so geil, diese Zeit mit MP3-Player. Wenn man überlegt, dass da so den iPod im Ohr, also da war das gerade noch mit MP3s und diesem 524 Megabyte-Sticks und so. Das muss dann noch aktuell gewesen sein. Also zu der Zeit gab es anscheinend noch kein Smartphone. Ja. Wie gesagt, da haben wir noch einen teuren Camcorder für 500 Euro gekauft beim Mediamarkt, damit wir in dieser Qualität ein Video drehen können. Heute mache ich hier mit meinen Insta-Stories, mache ich dir einen HD-Clip. Also ich nicht, aber manche andere vielleicht. Auch nicht schlecht, Nino Cappuccino, hi, cool, dass du auch da bist. Auch geil, dass du noch einen MP3-Player rumliegen hast. Und
Stahlhart. Stahlhart. Ja, danke, dass du dabei bist. Freut mich. Schön. Und auf jeden Fall krasse Zeit, ne? Wenn man sich das so überlegt, ey. Schon irre, was da abging. Ich höre mal den B-Chris-Part und danach können wir ein bisschen kurz mal, werde ich mit dem Chat hier mal ein bisschen interagieren. Dann könnt ihr mir mal sagen, was ihr vom Song so haltet und so weiter. Doch es muss weitergehen, wir sind stolz darauf, dass die Leute unsere Zeit sehen. Ich sitz in der Stadtbahn nach Nimmer, den iPod im Ohr, im Beat gefangen, rap meine Zeilen leise vor mich hin. Scheiß drauf, was die anderen denken, ich greif in Hip-Hop-Steuer, werd das Ganze mal lenken und fahr mein Film. Gehe underground, du machst auf Gangster, kriegst wie jeder andere Clown, verblendete Realness. Komm, ich ändere das Feeling und dann hab ich mich halt auf kleinen Jams rumgetrieben. Doch ich liebe den Shit, sie haben sick auf die Bühne, Track perform. Das ist so geil, ne? Diese Flow-Variation, das war irgendwie, gibt dir das Ding? Gibt dir das Ding? Was habe ich auch die ganze Zeit für einen Brecher? Gibt dir das Ding? Ich bin der King. Und was ist hier? Was sag ich? Zieh am Stick, liebe den Shit. Ja, sogar fast, also irgendwie dasselbe. Das war damals irgendwie, hatte man so ein Hibbidi-Hibbidi-Flow mal zwischendurch und das war dann irgendwie, dass man cool ist, ne? Dass man so sagen konnte, ich mache das und dabadab und dabadab. Naja. Rumgetrieben, doch ich liebe den Shit. Sie haben sick auf die Bühne, Track perform. Vergesst den Dreck, die Songs. Die Szene ist am Arsch, ich seh es jeden Tag. Hip-Hop, Assi-Stempel und die GEMA zahlt den ganzen Dreck. Ich bleib weiter hier und mach Alarm, bis ihr den Scheiß kapiert. Ich hab auch meine Bass und Leistungsdruck, doch ich bleib ich, wenn ich meine Zeilen spuck. Wir feiern den Hype, doch ehrlich ist es uns am wichtigsten cool zu bleiben. Ich find's cool. Wer wir sind, denn so sehr er sitzt, verweht der Vers im Wind. Und wir bleiben stehen, dass die Zeilen mit der Zeit verblassen, haben wir eingesehen. Wir feiern den Hype, doch ehrlich ist es uns am wichtigsten zu bleiben. Wer wir sind, denn so sehr er sitzt, verweht der Vers im Wind. Doch es muss weitergehen, wir sind stolz darauf, dass die Leute unsere Zeichen sehen. Hat irgendwie so ein Morgenfeeling der Song, finde ich, ne? Oder auch Nachtfeeling, Nacht oder früher Morgen. Also so von der, natürlich jetzt, na gut, was filmen wir da jetzt halt irgendwas, aber vom Feeling für die damalige Zeit finde ich das cool. Also ist atmosphärisch, der Beat, das Video finde ich auch soweit. Ja, wie findet ihr das Ding? Also ein paar von euch haben das ja auch nicht gekannt, also deswegen würde mich mal wirklich interessieren, was haltet ihr denn so von dem Teil?